Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part der BPL Predictions. Ja, wir sind jetzt heute am Start mit den Mittelfeldspielern. Letztes Mal waren es die Verteidiger. Die Videos sind alle auf dem Kanal, wenn ihr euch die Predictions von der Barclays Premier League oder auch von der Bundesliga, die schon fertig sind, nochmal anschauen wollt oder sie noch nicht gesehen habt, auf dem Kanal sind alle am Start. Wenn ihr Coins braucht für Ultimate Team oder Packs öffnen möchtet, sonstiges für die PC-Spieler, wenn ihr Spiele braucht oder sonstiges und mich unterstützen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zu Randy Run. Darüber könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr über diesen Link etwas kauft. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, auch wenn ihr auf Facebook vorbeischaut und bei meinem Schützling Tobi, auch beides in der Videobeschreibung verlinkt. Vor allem Facebook lohnt sich auf jeden Fall für euch. Und wir starten heute direkt mit den zentralen Mittelfeldspielern. Danach kommen die linken Mittelfeldspieler und dann die Ersatzspieler bzw. die Flügelspieler kommen als zweites. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Und da haben wir im zentralen Mittelfeld Steven Gerrard oder Stevie G und Yaya Touré, der für mich beste Mittelfeldspieler der Welt im Moment. Ja, Stevie G hat in 31 Spielen 13 Tore und 11 Vorlagen gemacht, 7 gelbe Karten bekommen, sieht richtig, richtig nice aus. Es ist einer der Spieler, der Liverpool auf jeden Fall zum eventuellen Ligatitel geführt hat. City hat er leider gegen Liverpool verloren, deswegen könnte es sein, dass Liverpool, wenn sie gegen Chelsea nicht verlieren, also wenn sie gegen Chelsea unentschieden spielen, könnte City, glaube ich, gerade noch so Meister werden, aber sie haben jetzt gegen Sunderland verloren. Ja, gute Frage, ob sie es überhaupt noch können. Aber auf jeden Fall, wenn Chelsea gewinnt, müsste Chelsea gegen... Ich habe keine Ahnung, ich komme nicht mehr hinterher. Die Chelsea hat ja gegen Sunderland verloren. Also City, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so, auf jeden Fall ist Liverpool fast Meister. Und Stevie G hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran gehabt. Als ja, Regisseur im Mittelfeld ist, denke ich mal, klar, ist einer der ja, bekanntesten Spieler in England. Und auch einer der besten. Und deswegen verdient er sich sein Team of the Season. Wie auch schon letztes Jahr, sieht er richtig, richtig nice aus. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Genauso wie auf Yaya Touré. Unfassbare Saison gespielt. 18 Tore gemacht als Sechser bzw. zentraler Mittelfeldspieler in 31 Spielen. 5 Vorlagen noch dazu, nur 3 gelbe Karten. Der Typ ist ein Büffel, wie es im Buche steht. Er hat richtig nice Stats. Ich weiß, die Team of the Season Karte, ich würde ihm gerne 95 geben, aber 92 ist halt plus 6. Und das muss er aber auch kriegen, finde ich. Er hat 85 Tempo, 85 Dribbling oder 86 Dribbling. 82 Shooting, 89 Defending, 90 Kopfball, 86 Passen. Ihr merkt, das sind alle Stats über 80. Das gab es, glaube ich, noch nie. Noch nie. Letztes Jahr ist, glaube ich, Fellaini mit einem Tempo dran gescheitert. Ich glaube, irgendwer ist noch dran gescheitert. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall mit einem Heading, glaube ich. Wer es war, kann ich euch aber nicht sagen. Auf jeden Fall würde er es verdient haben, finde ich. Denn er hat 74 Shooting und vor allem bei seiner Freistoßpräzision ist das absolut lächerlich. Der Typ kann Freistöße schießen, das ist richtig, richtig krass. Und hat aber dafür nur irgendwie 68 Freistoßpräzision oder so. Deswegen sollte sein Shooting um 8 gedrückt werden, beziehungsweise mindestens um 6, damit er wirklich alle Stats über 80 hat. Ich wette, EA kriegt es irgendwie hin, dass er es nicht, nicht schafft, aber ich hoffe einfach, dass es so wird. Und das wäre richtig nice, wenn ausgerechnet Yaya Touré, die wahrscheinlich eine der teuersten Karten, dann wird in Ultimate Team als erster über 80 Gesamtstats, also über 80 Stats bei allem, schafft, auch wenn ich mir diese Karte leider Gottes niemals leisten werden können, tue, werde. Egal. Wenn ihr einer zieht, müsst ihr mich anschreiben. Ich will den mal testen. Naja, egal. Wir kommen zu den Flügelspielern. Und auf der Flügelspieler-Position haben wir zweimal linke Mittelfeldspieler. Und zwar David Silva und Eden Hazard. Hazard. Den Eden, auf jeden Fall. So, der David Silva hat eine gute Saison gespielt. 23 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen. Ich habe ihn reingenommen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich ihn sonst reinnehmen soll von Flügelspielern. Denn alle haben in den Predictions. Ich habe natürlich wieder geguckt. Und alle hatten irgendwie David Silva da am Start. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, David Silva klingt ja gar nicht mal so schlecht, scheint eine gute Saison gespielt zu haben. Was heißt scheint, hat eine gute Saison gespielt und kann dementsprechend da ruhig mal rein. Ich denke mal, da könnt ihr mir größtenteils zustimmen. Wenn nicht, schreibt mir wie immer in die Kommentare, was eure persönliche Meinung ist. Kritisiert aber nicht meine unbedingt mit Beleidigung oder sowas. Vor allem nicht, wenn ihr euch nicht das Video zu Ende angeguckt habt. Und jetzt gleich sagt, der und der ist nicht drin. Wartet ab. Ja, auf jeden Fall David Silva und Hazard ist, denke ich mal, auch ganz klar. Ich meine, der hat 33 Spiele, 14 Tore, 9 Vorlagen. Der muss eigentlich Team of the Season bekommen, zumal Chelsea noch Meister werden kann und er einfach unfassbare Stats hat. Der hat 3 Informs schon. Ich weiß, die Stats sehen schon zu krass aus und der hat auch nur 94er Overall jetzt, aber ich konnte halt nur 3 hochgehen, weil, ne, 88 plus 6 sind 94 und sein Inform hat zwar 91, aber von da die Stats dann, wenn man jetzt bedenkt, dass ich von da die Stats hochgenommen habe, immer noch plus 3 oder so, und dann diese Stats dabei rauskommen und er dann nur 94er Overall hat, kann das eigentlich gar nicht sein. Aber ich habe keine Ahnung, vielleicht werden die Stats schlechter, vielleicht wird der Overall besser. Ich weiß es wirklich nicht, vielleicht wird aber auch wirklich so passieren und dann wäre die Karte die teuerste im Ultimate. Bin ich mir ziemlich sicher, obwohl Ronaldo, naja, Ronaldo Team of the Season vielleicht noch. Bellman of the Match. Gut, es gibt noch einige, die teurer sind, ist ja in Ordnung, ich habe es ja verstanden. Aber trotzdem wäre Hazard auf jeden Fall mit Touré, denke ich mal, der teuerste Spieler in der Prem. Gut,
Wir kommen zu den anderen Ersatzspielern. Und da haben wir Aaron Ramsey und Raheem Sterling. Ja, Ramsey, richtig gute Saison gespielt. Gestern wieder eine Bude gemacht bei Arsenals 3:0 Sieg, wo auch Podolski 2 Tore gemacht hat, weswegen er in Form kommen könnte, was ich nice fände. Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der ein Upgrade bekommen hat und einen in Form und noch einen in Form schon hat. Und deswegen hat er 86 Shooting. Wundert euch nicht, ich weiß auch, in der normalen Karte hat er, glaube ich, nur 76. Aber er hat einfach auf seinem Second Inform schon 83 Shooting, deswegen muss ich irgendwie da ein bisschen mehr noch hinmachen. Ne? Und deswegen 86. Ich denke mal, kann man mit leben, auch mit den restlichen Stats kann man sehr, sehr gut leben. Und ich denke mal, dass einige von euch mir zustimmen werden, wenn ich sage, dass Ramsey definitiv eine Saison gespielt hat, die eines Team of the Seasons würdig ist. Zumal Wenger ja damals gesagt hat, wenn Ramsey einmal anfängt, Tore zu schießen, dann hört er nicht mehr auf. Und so ist es auch gewesen und so ist es auch immer noch. Und ja. Ich mag Aaron sehr gerne und deswegen würde ich mich selber im Team of the Season freuen, weil sein Second Inform auch schon ziemlich nice war. Und Raheem Sterling, ja, Liverpool braucht einfach noch einen Spieler, finde ich, im Mittelfeld. Und Sterling hat so eine gute Saison gespielt und mir ist kein anderer eingefallen, ich bin ehrlich. Und das ist jetzt Skype, das ist jetzt natürlich sehr unpassend, aber egal. Mir ist kein anderer eingefallen einfach. Und Sterling hat einfach für Liverpool eine richtig gute Saison gespielt. 3 gelbe Karten sind jetzt nicht so schlimm. 9 Tore dafür, 6 Vorlagen. Eventuell Meister seit, was weiß ich wie vielen Jahren, 40 oder so das erste Mal. Und ich mag Liverpool nicht besonders gerne, aber Sterling hat, finde ich, ein Team of the Season definitiv verdient. Und ja, das war's dann zu den Mittelfeldspielern. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich mache morgen die Stürmer der BPL und dann könnt ihr mir heute schon mal in die Kommentare schreiben, welche Liga ihr als nächstes haben wollt. Könnt ihr natürlich auch morgen noch machen, aber von mir aus auch schon heute, ist mir relativ lax. Und ja, ich würde dann sagen, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich von diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, frohe Ostern noch und ja, bis zum nächsten Mal, haut rein.